Leute, willkommen auf dem Fischer Academy Account. Ich bin Nika Sophie und ich habe heute meine zweite Fahrstunde. Ich bin gespannt, wie es wird. Nicht im Wasser. Ich glaube, heute sterben wir wirklich. Weißt du, was wir nicht machen? Wir parken natürlich rückwärts. Natürlich. Ein, weil es vorwärts zu leicht wäre. Oh mein Gott, bis jetzt? Stopp! Ja. Schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Es wird sehr lustig wieder. Viel Spaß! Nach der Haltestelle wollen wir nach links abbiegen. Da bin ich im ersten. Ja, reicht doch. Wir wollen jetzt eh abbiegen. Auf wen warten wir? Den Schulterblick. Ja, schön Schulterblick machen. Hab ich. Gut. Fußgänger auch keine da? Nee. Schön. Wieder eine Einbahnstraße, ja? Ja. Das bedeutet, wenn ich die nächste nach links abbiegen wollen würde, müsste ich durch links einordnen. Richtig? Nee. Doch? Ja. Wir wollen aber diesmal nach rechts. Da ist ein Hund. Das heißt, ich muss anhalten. Nee, nicht im zweiten. Nicht im zweiten Gang. Nicht rückwärts rum. Ich genau. Weiß. Denn jetzt? Entfahren, genau. Gucken, ob frei ist. Nee. Doch. Ja. Und jetzt Gas geben. Alles okay. Hast du einen Hund? Mein Vogel. Ja, hast du mich gestern schon gesehen. Ach ja, das stimmt. Was? So, guck mal da vorne. Sieht man sehr schön. Ja? Der Hund, der hat eine Markierung. Das ist ein Blinder. Nee, der Hund ist nicht blind. Nein, nicht der Hund. Ich hab Vorfahrt. Oh Mann, der ist so süß. Mhm. Der Hund. Bitte schön auf. Ja, sieht warm. Erster Gang. Warum hast du jetzt so stark gebremst? Weil ich keine Vorfahrt habe. Ja, aber wir würden dann niemanden behindern. Ja, ich weiß, ich hab's vergessen. Bordstein. Links hätte ich jetzt blinken müssen. Machen wir das in Schrittgeschwindigkeit? Machen wir. Beides. Du weißt, was wir nicht machen? Da reinfahren. Wieder rein. Jetzt tun wir mal so, ob du das gesehen hast und biegst selbstständig nach rechts ab. Mit Blinken und Schulterblick natürlich. Oh mein Gott. Ja, genau. Würde ich auch in der Prüfung so machen. Okay. Du hast das jetzt nur simuliert, wie man es nicht macht. Ja. Gut. Beim nächsten Mal zeigst du mir aber, wie man es rechts macht. Vielleicht. Nach rechts. Nicht vielleicht. Langsam. Na, du fährst erstmal so weit, bis du was siehst. Ich habe was gesehen. Mhm, schön. Noch was gesehen. Ich sehe einfach zu wenig. Probier's mit der Handbremse. Zieh die Handbremse an. Sicher? Doch. So, jetzt kannst du runter von der Bremse gehen. Und jetzt kannst du ganz normal anfahren. Die Bremse geht ja automatisch aus. Ein Hund! Ja, das ist irgendwie ein Dackel aus Shelly and Shepherd. Nicht so viel Gas, nicht so viel Gas. Wir fahren jetzt geradeaus. Jetzt fahren wir geradeaus. Ja. Habe ich auch beschlossen. Zweiter Gang. Ich habe keine Vorfahrt. Wenn wir hier reinfahren, ja, guckst du wieder schön auf die Verkehrszeichen. Links, rechts.
Schön, dass du Verkehrstechnik schon. Und dann fahren wir am Ende der Straße hier nach links. Und wir sind in einer Einbahnstraße. Du musst links rüber. Fahren nach links rüber. Einbahnstraße und rechts vor links. Ja. Ich glaube, heute sterben wir wirklich. Echt? Ich glaube auch. Die zweite Fahrstunde ist immer die schlimmste. Habe ich mir sagen lassen. Mhm. Rechts vor links. Mhm. Oh, Kinder. Oh mein Gott, hätte ich da warten sollen. Wo? Bei den Kindern? Oder bei dem Smart? Ist das nicht eine Einbahnstraße? Nein. Guck mal, die parken in die Richtung, die parken in die andere Richtung. Wir parken natürlich rückwärts ein, weil vorwärts zu leicht wäre. Mhm. Blinker nach rechts. Rückwärtsgang. Bevor wir jetzt rückwärts fahren, musst du eine Runde rum. Alle vier Ecken vom Auto kontrollieren. Mhm. Jetzt schlägst du eine Runde ein, nach rechts. Okay, jetzt fährst du rückwärts. Bis unsere Stoßstange vorne mit denen seiner Stoßstange übereinstimmt, dass es eine Linie angibt. Nicht lenken, nee, so. Langsam, stopp. Schlägst du zwei Runden zurück. Jetzt fährst du langsam rückwärts. Langsam. Mach ich doch. Nee, das ist zu schnell. Du musst mit der Kupplung mehr arbeiten. So, Lenkrad weiter ein bisschen, wieder ein bisschen hoch. Ich kann das. Okay. Ich kann das. Okay. Warte. Ich warte. Warte. Ich warte. Ich warte. Gut. Tada. Okay, Gang raus. Wir stehen zu weit weg. Ich weiß, deswegen bin ich gerade auch noch mal vorgefahren. Nicht weiterfahren. Du parkst ihn ja völlig ein. Wir müssen einen Meter von dem Abstand halten. Hä? Mhm. Guck mal, wie wir stehen. Jetzt fährt der Transporter raus und ein anderer stellt sich rein und stellt sich genauso hin. Der OP kommt nie wieder raus. Okay. Aber warte, guck mal deinen Spiegel rein. Siehst du, wie weit weg vom Bordstein stehen? Oh nein. Aber ich habe mich nach ihm orientiert, dann steht nicht der machen. Auch zu weit weg. Und nicht nach den anderen orientieren. Mhm. Guck mal da vorne. Da bei dem Gulli. Ja. Wir haben Spaß. So, nicht schlimm. Du hast zwei. Warte. Du hast zwei Korrekturzüge. Wo müssen wir hin? Nach rückwärts und nach vor. Nee. Welche Richtung? Rechts oder links? Also muss er nach rechts lenken. Weiter. Du willst ja weiter ran. Ja? Mach mal deinen Spiegel. Nimm mal deinen Spiegel hier drüben und mach den mal weiter runter. Nicht blind fahren. Ich fahr doch nicht blind. Siehst du die Bordschenkel? So, jetzt hast du noch ein bisschen. Stopp. Warum? Nein. Jetzt stopp. Jetzt voll andersrum. Voll nach links. Voll nach links. Oh. Was denn? Sehr cool. Und stopp. Ja. Und jetzt einfach gerade vor.
und einen Meter Abstand. Reicht. Reicht völlig aus. Ich weiß. So, jetzt wird es zum Prüfersagen fertig. Warte. Nee, nicht Auto aus. Du lässt mich aber auch nicht erklären. Okay, Auto nicht ausmachen. Weil wir wollen ja gleich wieder wegfahren. Ist das Lenkrad falsch? Nein. Mach das Auto wieder an. Gang raus, Handbremse. Jetzt würdest du sagen, fertig. Der Prüfer würde schauen. Entweder macht er die Tür auf oder lässt sie zu, je nachdem, wie gut er sieht. Mhm. Ja, und würde sagen, okay, einparken war in Ordnung. Dann dürftest du wieder ausparken. Ja. Bevor du aber ausparkst, machst du den Spiegel wieder hoch. Stimmt. Dann Rückwärtsgang rein. Und einfach gerade rückwärts fahren. Ich mag das nicht, rückwärts fahren. Das hast du aber zur Prüfung müssen. Nicht so schnell. Ach, ich sehe es alles. Das ist egal. Das ist egal. Trotzdem fahren wir langsam zurück. Okay. Vorwärtsgang, Blinker links, Schulterblick und dann können wir rausfahren. Warte mal. Können wir noch mal irgendwo einparken? Natürlich. Das machen wir jetzt jeden Tag einfach so oft. Machen wir hier. Was wird das denn? Weißt du, was das Problem ist? Es geht nicht nach rechts. Doch. Warum geht es nicht nach rechts? Ich weiß nicht. Das ist ein Hund, guck mal. Fahr weiter vor, bis du was siehst. Hier hältst du an. Oh doch, nicht. Ich überhöre dich nicht. Ich muss nicht. Du ignorierst mich nur. So viel. Zweiter Autos. Gang. Da ist ein DM. Aber wenn du auf mich hören würdest, hättest du es einfacher. Ja, ich weiß schon. Ich versuche hier auf dich zu hören, aber es ist so viel. Ich höre ja. Jetzt kannst du wieder. Darf ich? Ja. Gut, dann fahren wir da geradeaus. Hab ich? Ja. Doch. Du hast. Guck mal, erst danach ist die Vorfahrtsstraße beendet. Ach so. Okay, das ist gut. Grün. Ja. Ich weiß. Dritter Gang. Ich weiß. Muss ich nicht den erst ab 40 den dritten Gang? Du kannst aber auch jetzt schon den dritten Gang. Das geht normal, gerade. Ich aber nicht. Warum nicht? Tja, du ignorierst mich. Und wenn du mich ignorierst, wird es schwierig, dir was beizubringen. Aber jetzt ist es okay. Geradeaus? Ja. Oh mein Gott, bis jetzt? Wo fahren wir da geradeaus? Wir sind auf der Vorfahrtsstraße. Genau. Der Bus muss warten. Und 50 sind hier. Nicht 54, nicht 55, 56. Ja, mache ich doch langsam. Merke ich. Ich hatte in den Sitz gedrückt gerade. 80 sind hier. Wir sind auf 56. Gib Gas. Ja, aber du, auch durch zu langsam fahren fällst du durch. Was heißt das Schild nochmal? Nicht überholen. Okay. Nicht überholen. Gib Gas. Wenn du so zur Prüfung hier lang fährst, bist du durchgefallen. Was? Wenn du so zur Prüfung hier lang fährst, bist du durchgefallen. Ja, ich will noch keinen Unfall machen. Machst du nicht. Wer weiß das? Ich. Kupplung rauslassen. Nee, bleib im zweiten Gang. Los, Kupplung raus, reinfahren. Ja, deswegen der zweite Gang. Und zweite Ausfahrt. Ja, ich weiß. Dass du quasi nicht anhalten musst. Ja. Okay. Und jetzt raus. Schulterblick. Links oder rechts, wenn ich rechts blinke? Richtig. So, jetzt wieder in Gera. Gleich. Dritter Gang. Das ist der vierte Gang. Und jetzt fahren.
musst nur von vorne auf die aufpassen. Und die nächste nach rechts. Muss ich jetzt blinken? Ja. So, jetzt führen wir die Gefahrenbremsung durch. Was? Auch Gefahrenbremsung. Abbremsen mit größtmöglicher Verzögerung. Jetzt? Ja, das, ich sag dir. Nee, fahr weiter. 30 km/h, zweiter Gang. Ja, nicht schneller. 31, 32 geht, aber nicht schneller. Und irgendwann sage ich Stopp. Dann drückst du die Bremse und die Kupplung gleichzeitig voll durch. Mit Schwung, okay? Du musst Gas geben, sind zu langsam. Wir sind aber nicht auf dem Berg, oder? Ja, meinen wir uns noch eine Hose, da kann man es nicht machen. Fahr erstmal weiter, wenn uns kommt noch mal. Ich sag das. Das Auto muss dann auch noch machen. Ja, der muss weg. Wenn wir es machen und der rechnet nicht damit, was er nicht macht, fährt er uns rein. Na, man muss aber dann nicht. Nee, rechts vor links. Oh mein Gott. Das sah mir auch schon. So, mach mal den Blinker nach rechts an. Und werden mal langsamer. Lass mal den vorbeilassen. Schön rechts halten. Blinker wieder an. Und jetzt mal. Einfach schon halten. Stopp. Die Kupplung. Ich hab's sie gerade am Ende. So, jetzt ist er weg. Erster Gang. Blinker links, Schulterblick. Fährst du los. Oh, ich hab die. So, zweiter Gang, 30 km/h. Wie gesagt, beide gleichzeitig. Voll durchtreten, wenn ich sag. Ja, der Überraschungsweg muss er kommen. Stopp! Mehr. Mehr? Mehr. Richtig, mit Schwung. Stopp! Das war gut. Ja. Noch einmal. Okay. So, pass auf. Jetzt kommt was Neues dazu. Warte. Bleib stehen. Wenn wir die Gefahrenbremse gemacht haben, bleiben wir stehen. Ja? Wenn wir jetzt wieder losfahren, müssen wir nach links blinken. Warum? Und links einen Schulterblick machen. Es kann ja sein, dass uns jetzt jemand überholen will. Weil wir stehen ja hier, sind jetzt auf der Straße rum. Okay. Ja, Blinker links, Schulterblick und dann fährst du an. Und dann machst du den Blinker wieder aus. Ich habe nur dreimal geblinkt. So, 30 km/h wieder. Und stopp. Passt. Okay. Erster Gang. Dann fahren wir weiter nach rechts. Die nächste nach rechts. Hier. Ja. Okay. Schulterblick. Ja, die haben Fußgängerampel, die haben grün. Zur Prüfung machst, wenn wir sie machen müssen, mhm. Das ist schön. Dann sagt er auch Gefahrenbremsung. Genau, Gefahrenbremsung oder Abbremsen mit größtmöglicher Verzögerung. Okay. Die zwei Sachen kann er sagen. Nach links.
musst du nur nach rechts gucken. Okay, muss ich nicht. Du musst überall hingucken. Ich habe auch überall hingeguckt, aber ich dachte, ich muss nur nach rechts gucken. Mhm. Scheint ein Vorfahrt gewesen zu sein. Okay. Ja, das habe ich gesehen, aber ich dachte, das ist eine Einfahrt. Nee, bei rechts. Wo ist? Später als nie, denkst du? Ja. Hier sind Kinder. Das ist mir zu lang. Die nächste nach links. Stell dir vor, in meiner Prüfung ein Kind auf die Straße gerannt und ich mache den besten Notbremse der Welt. Besten Notbremse? Das will ich mir nicht vorstellen. Machst du ohne Kind. Okay. Jetzt. Das war gut. Wenn sie bei uns auf der Fahrbahn steht, ja. Aber das war eine Fahrbahn. Nee, die stand ziemlich weit rechts. Mit einem Kreuzungsbereich. Klasse. Ach, miese Katze. Mein Gott, eine Katze will ich auch nicht überfahren. Ich hatte fast eine Notbremsung gemacht. Aber ich habe natürlich geguckt, dass hinter mir niemand ist. Natürlich. Habe ich wirklich. Und dann hast du das abgeschätzt, dass die Katze das schafft mit unserer jetzigen gefahrenen Geschwindigkeiten, dass das passt. Ja, das passt. Die ist auch gut gerannt. Aber wenn ich eine Katze umfahre, das wäre echt scheiße. Auch wichtig, wie Hunde. Schön, dass Menschen unwichtig sind. Menschen sind nicht unwichtig. Ich will am liebsten keinen Unfall. Aber Tiere tun mir echt Bordstein.
am Ende wollen wir dann nach links. Mhm. Mhm. Hast du gesehen, ja? Was hast du denn gesehen? Den Radfahrer und die Bahn. Hm, und das Stoppschild? Das habe ich auch gesehen. Warum? Ich wollte anhalten. Aber guck mal, wo deine Haltlinie ist. Ja, ich und weiß. Wo wir stehen. Ich habe meinen Fehler ja eingesehen. Ich wollte... Aha, du hast deinen Fehler also eingesehen. Schön. Dann können wir ja jetzt beruhigt weiterfahren. Schön dran denken, ja? Stoppschild, 3 Sekunden an der Haltlinie, wenn eine da ist. Du musst erstmal rechts, darf nichts kommen. Links darf auch nichts kommen. Bahn. Ich weiß. Wollen wir uns gleich zum Linksabbiegen einordnen. Mach ich. Schön. Bin ich zufrieden. Wo wollen wir hin? Nach links. Wenn du manchmal gegenlenkst, geht's aus. Schalte. Hörst du, wie er schreit? Ja. Hilfe! Wir fahren weiter. Er ist Linksabbieger, der geradeaus ist, muss auf uns achten. Man kann nur geradeaus fahren. Schalte. Schreit schon wieder, was ist das? Ich spüre das. Du spürst das? Bevor ich zu nah dahin bin, denke ich schon weg. Mhm. Die nächste wollen wir nach rechts. Auf die Hunde achten. Mach ich nicht. Jetzt muss ich an jedes Verkehrszeichen einen Hund hängen. Oh ja, das wäre schön. Ach toll. Aber ein gemalter. Was gemein? Ein gemalter Hund. Ach, gemalt. Wo lang? Am Ende nach links. Da vorne? Nach links. Geht das gar nicht? Das geht nach links. Gott.
Ketchup drin kommt. Na toll. Bleibt die stehen? Sieht so aus. So, langsam, langsam, langsam.